Wir erleben hier in Europa einen massiven Energieschock. Wir sehen explodierende Strompreise, explodierende Gaspreise, aber vor allem jetzt zuletzt auch explodierende Spritpreise. Und bei all dem verdient der Staat richtig prächtig mit. Und das Problem ist, wenn diese Entwicklung so weitergeht, dann werden nicht nur Millionen von Jobs wahrscheinlich verloren gehen, sondern der soziale Frieden hier ist gefährdet. Dementsprechend muss jetzt die Politik schnell eingreifen und die sogenannte Energiesteuer senken. Das ist ja eine Steuer, die eben gemacht wurde, als die Bäuche voll und die Lage wirtschaftlich hervorragend war. Da konnte man sich ein bisschen Ideologie leisten. Es gibt ja nur einen Himmel über Deutschland, nicht über der ganzen Welt. Dementsprechend, wenn wir das Klima retten, dann retten wir das Klima der ganzen Welt. So war die Logik. Dementsprechend sind bei uns die Stromkosten am teuersten. Dementsprechend versucht der Staat durch CO2-Abgabe etc. die herkömmlichen Verbraucher, die herkömmlichen Energieträger so teuer zu machen, dass jedem wirklich die Lust drauf vergeht. Aber jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt geht es darum, ums Fressen und nicht mehr um die Moral, so könnte man vielleicht mit Bertolt Brecht formulieren, aber schauen wir uns die Dinge mal an. Jetzt hört man immer mehr, so teuer war der Diesel noch nie. Diesel steigt wohl oder ist teurer als Superbenzin ja derzeit, was ungewöhnlich ist, weil ja eigentlich der Staatssteueranteil geringer ist. Auf der einen Seite die Subventionen sozusagen da sind, wenn man so will. Und Diesel wird ja verbraucht, vor allem im Transport- und Logistiksektor. Und die sind jetzt wirklich am Rande ihrer Existenz, könnte man sagen. Das ist für die wirtschaftlich teilweise gar nicht mehr darstellbar, was hier passiert bei diesen Preisen. Was wiederum bedeutet, dass die entweder selbst die Preise massiv nach oben setzen müssen oder, wenn das nicht gelingt, praktisch aus dem Wettbewerb ausscheiden. Je mehr aber ausscheiden, umso größer werden unsere Versorgungsprobleme. Das ist das große Thema. Das ist ja so eine Maschinerie, diese Logistik, die läuft so im Hintergrund, die nimmt man nicht wahr, die ist aber letztendlich dafür zuständig, dass zum Beispiel unsere Supermärkte gefüllt sind. Also man darf dieses Problem nicht unterschätzen, man kann es gar nicht überschätzen nach meiner Auffassung. Und hier mal heute Morgen Hamburg, durchschnittlich für Diesel 2,32 Euro. Ich selbst habe gestern E10 für 2,20 Euro getankt. Das ist alles sehr, sehr schnell gegangen, noch im November, glaube ich, 2019, kurz vor Corona. Kann ich mich erinnern, habe ich für 1,14 super, normales Super getankt. Also das ist eine Verdopplung mal eben, die hier passiert. Und das merken jetzt auch die Amerikaner übrigens, deren Spritkosten ja deutlich niedriger sind als unsere. Aber dennoch, die haben spritfressendere Autos im Durchschnitt. Also da sagen viele, da muss ich jetzt schon Einschränkungen machen. Das wird so nicht weitergehen. Jetzt gucken wir uns mal den Staatsanteil an, was also der liebe Olaf und Konsorten so schön verdient. Wenn wir an der Tankstelle bluten oder eben die professionellen Logistiker hier bluten. Wir haben also nicht nur die sogenannte Energiesteuer, die hieß früher Mineralölsteuer bis 2008, aber jetzt heißt sie halt Energiesteuer. Und dazu kommt noch obendrauf die Mehrwertsteuer und wir sehen, es gibt hier feste Größen bei Benzin 65 Cent pro Liter, die gehen erstmal direkt weg, bei Diesel sind 47 Cent pro Liter, aber auch bei Erdgas 19 Cent pro Kilogramm. Und Flüssiggas 27 Cent pro Kilogramm. Also da ist durchaus ein heftiger Staatsanteil vorhanden. Und wenn Sie jetzt an der Tankstelle sind und zum Beispiel ein Liter Benzin für 1,63 Euro, das waren noch wunderbare Zeiten, die noch gar nicht so lange her sind, tanken, inzwischen sind wir überall weit über 2 Euro, dann gehen schon mal 99 Cent an den Staat. Das ist also deutlich, deutlich mehr als die Hälfte. Das pfeift der sich so wunderbar rein. Bei Diesel sind es 78 Cent, auch knapp mehr als die Hälfte. Also ist diese Energiesteuer sozusagen auch natürlich eine massive Einnahmequelle für den Staat. Dazu diese CO2-Abgaben, die von Jahr zu Jahr steigen. Das waren durchaus ja der Versuch, irgendwie eine Wende hier herbeizuführen, der okay ist nach meiner Auffassung. Es ist natürlich besser, wir würden auf alternativen Energien sitzen. Das Problem ist nur, dass diese alternativen Energien einen herkömmlichen Apparat neben sich brauchen. Wenn nämlich der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, und das kommt durchaus ja mal vor in Deutschland, dann muss dieser Apparat, dieser Beiapparat sofort zur Verfügung stehen. Dementsprechend ist es einfach eine Milchmädchenrechnung zu sagen, wie viele das tun, ja, das wäre ja ohnehin viel günstiger und sei ja nicht subventioniert etc. Natürlich ist das hochsubventioniert, da braucht man sich doch keine Illusionen machen. Man kann sich für diesen Weg entscheiden, das hat ja durchaus Gründe, aber
Man muss dann schon eben auch die ganze Wahrheit sagen. Also hier sehen wir mal, wie massiv dieser Steueranteil ist, wie viel der Staat hier praktisch vereinnahmt. Und jetzt kommt noch ein Punkt hier dazu. Ich will in diesem Video auch ein paar Statements aus YouTube oder Kommentaren auf meine Videos geben, weil die teilweise wirklich ganz, ganz hervorragend sind. Hier sagt einer, ich bin Energiehändler bei einem Energieversorger. All das habe ich im Spätsommer schon vorher gesagt, unter anderem jetzt mit diesem Stillstand der Lechstahlwerke in Bayern, dieses Stahlwerk. Ich habe, dazu kommt noch, dass wir sehr viele Kunden Energiebeschaffung, sogenannte Tranchenverträge haben, was generell sinnvoll ist, jedoch sind die Einkaufsberater sehr schlecht. Da haben viele ihre Tranchen nach hinten geschoben mit der Begründung, der Preis ist gerade so hoch und wird schon wieder fallen. Der andere heiße Scheiß ist eine Spotbeschaffung zu machen, die wird den Firmen teilweise durch sogenannte Energiebroker oder Energieberater hier empfohlen. Das heißt, die sind am Spotmarkt aktiv und da gibt es massive Preisschwankungen. Da wird es den einen oder anderen killen, könnte man sagen. Zahlreiche Kunden haben schon die Produktion runtergefahren oder bitten um Zahlungsaufschub. Wir haben schon Ende letzten Jahres E-Mails von unseren Kunden bekommen, dass die derzeitigen Preise existenzbedrohend sind, teilweise auch von Firmen, die jeder in Deutschland kennt. Also nicht nur kleine Klitschen, sondern es geht um große Firmen. Es werden meiner Meinung nach nicht nur zahlreiche Firmen den Bach runtergehen, sondern auch viele Versorger. Der Ukraine-Krieg beschleunigt das Ganze noch, was mich ärgert. Es wird dann alles auf den Krieg geschoben und die völlig verfehlte Energiepolitik in Deutschland wird unter den Teppich gekehrt. Und genau das ist wahrscheinlich der Fall. Da hat man einen wunderbaren Sündenbock, wo dann jeder sagt, oh, konnten wir doch nicht wissen, so ein Ereignis kann niemand vorhersagen. Aber dass wir strukturell so falsch aufgestellt waren, dass wir jetzt in eine solche Situation kommen, das wird dann gerne verschwiegen. Jetzt auch übrigens mit diesem Flüssiggas aus den USA. Hier auch von Martin eine Zuschrift hier zu mir. Unser Herr Scholz hat beschlossen, weitere Terminals für die Flüssiggaslieferung bereitzustellen. Hierzu folgender Hintergrund. Es ist wichtig, nicht das Erdgas, das aus den USA kommt, in flüssiger Form mit dem Flüssiggas, was viele etwa beim Grillen verwenden, zu verwechseln. Das Flüssiggas, also hier beschreibt er dann das Flüssiggas, das Erdgas, also um das es hier geht, LNG, ist der Methan. Um dieses zu verflüssigen, werden enorme Energiemengen benötigt. Das Gas muss auf ca. 170 Grad minus abgekühlt werden. Laut manchen Herstellerangaben werden hier bis zu 20% der im Gas gespeicherten Energie selbst benötigt. Außerdem gehen bei diesem Prozess noch einige Prozent Methan verloren, was 28-fach schädlicher als CO2 sein soll. Um das Ganze abzurunden, werden nun mittels Fracking Unmengen Chemie in den Boden gepumpt, das Gas verlustreich auf 170 Grad minus abgekühlt, um es transportfähig zu machen. Der Transport wiederum erfolgt mit Schweröl angetriebenen Tankern und das beschließt eine grüne Regierung. Ich bin fassungslos, also wir sollten uns dieser Konsequenzen mal bewusst sein, dass das alles anders als nachhaltig ist, was derzeit hier passiert. Und wir kommen gleich noch zu einem anderen Aspekt, der in diesem Bereich relevant ist. China hat jetzt übrigens beschlossen, dass staatliche Firmen kein Gasolin und kein Diesel mehr, also kein Benzin und kein Diesel mehr exportieren soll. Interessant, interessant. Und wir sehen, dass auf der anderen Seite die Börse, die ICE, Rohstoffbörse hier Brent Crude Futures mit einem 32%igen Margenanstieg versehen hat. 32% ist heftig, aber noch heftiger bei Diesel Futures. Da hat man die Marge auf 90% oder um 90% angehoben. Also wir sehen, wie die Dinge hier komplett aus dem Ruder laufen. Jetzt haben wir ja die Energiesteuer gehabt. Jetzt gucken wir mal den Strom an zum Beispiel. Hier ist es so, laut dem Bund der Deutschen Energie- und Wasserwirtschaft macht der Anteil der Steuern, Abgaben und Umlagen in Deutschland im Jahr 2020 52,5% des Gesamtstrompreises aus. Wir haben in Deutschland hier die teuersten Stromkosten der Welt. Über die Hälfte davon geht direkt in den Staat, wo der Staat die Hand aufhält. Ja, wir wissen, der Staat braucht Geld, um die Infrastruktur aufrechtzuerhalten, um Schulen zu bauen, um jetzt diese auch schwierige Situation zu bewältigen. Aber der Staat nimmt es jetzt an der empfindlichsten Stelle, da wo es wirklich richtig wehtut und wo es die Wirtschaft absaufen lassen kann. Und das muss sich ändern. Das geht so nicht weiter. Gestern hatte ich ja schon berichtet über Yara, diesen Düngermittelhersteller, der wegen rekordhoher Gaspreise hier praktisch gefährdet ist. Und jetzt gibt es derzeit eine Kontroverse in der Agrarpolitik zwischen Özdemir, unserem Grünen, wie ich finde, eigentlich persönlich durchaus sympathischen Minister. Aber der hatte offenkundig jetzt ein Problem
Hier schreibt ein Leser meiner oder ein Zuseher meiner Videos, wenn man sehr zynisch ist, dann haben die Grünen ihr Ziel schneller erreicht als erhofft, nämlich eine kunstdüngerfreie und pflanzenschutzfreie Landwirtschaft. Özdemir kann sich von den Ökos schon mal feiern lassen. Das Problem ist, wenn man mit Landwirten spricht, die also mit der Realität zu tun haben, dann zeigt sich, dass da vieles in der Praxis nicht funktioniert und nicht mal sinnvoll ist, nicht mal aus ökologischer Perspektive sinnvoll ist, was da teilweise beschlossen und umgesetzt werden soll. Das ist ja das große Problem. Und hier gibt es jetzt diese Kontroverse übrigens mit der sogenannten Stilllegung von Ackerflächen, die sogenannte Zwangsbrache, das wollen die Grünen. Jetzt hat die FDP gesagt, die zwangsweise Stilllegung von 4% der Ackerfläche ab 2023, das nämlich ist geplant. Das heißt, wir sind jetzt in einer durchaus veritablen Versorgungskrise, in die wir reinschlittern können. Und jetzt wollen die noch Ackerflächen stilllegen, weil es halt ökomäßig ganz toll ist. Das will die FDP rückgängig machen und immer mehr Widerstand regt sich jetzt angesichts dieser Situation für eine solche Stilllegung. Dementsprechend aber sagt hier Özdemir, oder dem widerspricht Özdemir und sagt, ja, wer hier erste Schritte der EU-Agrarpolitik hin zur Förderung einer klima- und umweltschonenden Landwirtschaft zurückdrehen wolle, der sei auf dem Holzweg. Ich glaube, hier geht es um einerseits Ideologie, um Wunschvorstellungen und auf der anderen Seite um Realität. Und im Zweifel wäre ich für die Realität. Das ist wichtiger, als jetzt kurzfristig eben einfach mal diese Ideologie weiter durchzuziehen. Apropos Ideologie, wir haben ja gestern jetzt die etwas skurrilen Aussagen von Madame Merkel gesehen. Hier sagt man jetzt in der Financial Times, die Hawks in Control, also die hawkische Seite sei in Kontrolle. Hier eine Leserzuschrift, großer Fortschritt bei Madame Lagarde, wir bekämpfen nun das Feuer nicht mehr mit 100 Liter Benzin, sondern reduzieren es nun jeden Monat von 400 auf 300 auf 200 Liter. Mittelfristig ist unser Horizont, dass das Feuer sich erschöpft haben sollte, aber man kippt einfach weiter noch Benzin ins Feuer. Unglaublich, wir sehen aber, dass dennoch diese Aussagen von Lagarde dazu geführt haben, dass die Peripherie-Anleiherenditten, also die Risikoprämien, deutlich nach oben gegangen sind. Hier etwa die italienische Anleihe, die gestern so stark gestiegen ist, wie schon lange nicht mehr. Und manche fürchten so einen Corona-Crash. Moment, der ja auch an den Anleihemärkten nicht vorbeigegangen ist. Aber auch in den USA haben wir sehr fähige Leute, Finanzministerin Janet Yellen. Likely to see inflation stay uncomfortably high this year. Frau Yellen hat ja vorher immer gesagt, transitory, also die kommt schon wieder zurück, ihr braucht auch keine Sorgen, das ist ja praktisch. Okay, so morgen schon vorbei. Jetzt sagt sie, ich will keine Prognose mehr fürs zweite Halbjahr 2022 abgeben. Ja, so ein Wunder, wer so daneben lag mit seinen Prognosen, der hat irgendwann keine Lust mehr, Prognosen zu geben. Inflation is transitory, das war das Narrativ auch von Yellen. Inflation is good. It's just corporate greed und dann Putin did it. Das ist die logische Reihenfolge jetzt der Schuldzuweisung. Gestern hatte ich gesagt hier, Fertilizer, das passt zu diesem Landwirtschaftsthema, was wir vorhin hatten. Also Düngemittel, riesen Thema, wird absolut unterschätzt in der deutschen Öffentlichkeit. Und jetzt hier ein Leserkommentar auch wieder. Belarus hat vor 6 Monaten versucht, Flüchtlinge in die EU zu schleusen. Das war ja wirklich damals auch ein massiver Andrang, von den Belarus offenkundig hier befördert hat. Nun kommen durch den Krieg verständlicherweise Ukrainer und nun wird es auch noch einen Mangel an Getreide und Dünger geben. Warum? Ist das vielleicht alles geplant, damit die Nordafrika-Länder hungern, um einen Flüchtlingsstrom zu verursachen? Vielleicht ist nicht die Ukraine das Ziel, sondern die Destabilisierung der EU. Wer weiß es schon, also auf jeden Fall ist das Ergebnis die Destabilisierung der EU, denn diese Flüchtlingsströme, die drohen wirklich. Ich hatte mal an einem Wochenende ein Video gemacht mit dem Titel Putin führt ersten Stellvertreterkrieg für China gegen westliche Weltordnung, wo ich gezeigt habe, dass natürlich Putin in sensiblen Bereichen die Kontrolle hat, die Tore aufmachen können für Flüchtlingsströme, etwa Westafrika hier mit dieser Präsenz jetzt in Mali, mit russischer Präsenz und Einfluss in Libyen etc. Das sind strategische Punkte, von denen ausgehend Flüchtlinge nach Europa kommen könnten. Und wenn Putin das will, dann kann er das durchaus initiieren. Jetzt gibt es Berichte übrigens über Airstrikes im deutlichen Westen der Ukraine, also Richtung polnische Grenze hin. Targeting Supply Lines, sind das Angriffe vielleicht auf Waffen,
die aus Polen, aus dem Westen geliefert werden. Das wäre eine wirkliche Eskalation, die ersten Angriffe von Russen auf dann eben diese Waffenlieferungen. Wir sehen auf der anderen Seite, dass jetzt die Ukraine sagt, dass in Charkiw ein Institut hier bombardiert wurde, das auch einen Nuklearreaktor enthält. Diese Meldung hätte noch vor einigen Tagen für Panik gesorgt an den Märkten. Inzwischen wird das so ein bisschen, naja, beiseite geschoben. Heute wird Biden sprechen und wahrscheinlich den bevorzugten Trade-Status für Russland aufheben, das wird er ankündigen. Und China, das ist vielleicht die Hoffnung jetzt, supports Russia, Ukraine talks to reach ceasefire. Also wenn irgendwie eine Lösung vielleicht kommen kann, ein Kompromiss kommen kann, dann nur durch den massiven Druck von China. Das könnte die Hoffnung sein, viel andere Hoffnung sehe ich da nicht. Und vielleicht ist das die Hoffnung auch für die Aktienmärkte. Hier sehen wir mal den S&P 500. Und wir sehen positive Divergenzen unten im MACD wie auch im RSI. Wir könnten also durchaus hier etwas nach oben sehen. Wir könnten also eine bullische Setup innerhalb eines bärischen Gesamtkontextes sehen, denn hier oben sehen Sie die gleitenden Durchschnitte weit, weit entfernt. Selbst wenn wir jetzt nochmal eine saftige Rallye machen, dann sind wir immer noch weit weg von wirklich der Entscheidung, wo dann wirklich klar wird, ja, in welche Richtung wollen Sie. Also es ist durchaus mit positiven Tendenzen zu rechnen, im kurzen Zeitfenster, ohne dass übergeordnet die Kacke am Dampfen ist, um es mal so zu formulieren. Hier sehen wir die Stimmung nach wie vor sehr bärisch. Nur 24% Bullen bei den Privatinvestoren, viele sind unterinvestiert etc., Profi-Investoren sind unterinvestiert. Jetzt kommen vielleicht auch so Faktoren wie Rebalancing, dass also Geld rausgeht wieder aus Anleihen und wieder in Aktien, weil eben im Zuge dieser Ukraine-Krise, dieses Ukraine-Kriegs viele Gelder rausgegangen sind aus Aktien und in Anleihen und dann zum Monatsende, zum Quartalsende müssen diese institutionellen Investoren dann praktisch ihre Portfolios wieder nach den Vorschriften ausbalancieren, 70-30, 60-40, Anleihen, Aktien etc., Sie wissen, was ich meine, und abschließend noch Strompreis und Gaspreis explodieren. Hier mal ein Artikel, der ganz konkret zeigt, anhand von Wolfgang Grupp, Sie kennen ja diesen Trigema, diesen Affen mit dieser Werbung etc., Wolfgang Grupp ist ja jemand, der immer gesagt hat, ich gehe nicht raus aus Deutschland, auch wenn es hier viel teurer ist, und der überlegt jetzt rauszugehen und dann auch über dieses bayerische Stahlwerk. Also ein hochinteressanter Artikel, der das Abstrakte, das große Ganze, was ich hier zusammengefasst habe, mal ganz konkret runterbricht. Was bedeutet das, werde ich unter dem Video verlinken. Heute das Marktgeflüster etwas früher, ich hoffe, kurz vor 17 Uhr, und jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.